Was liegt hier Schönes? Verbesserte G36. Geil! Das ist eine der neuen Waffen, die sie reingepatcht haben mit 1.3. Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit The Vision. In der letzten Folge haben wir ja endlich das mit dem Nobel-Team abgeschlossen, wo keiner überlebt hatte von den anderen Agenten. Jetzt werde ich... halt die Klappe. Rettungstruppen in Manhattan. Sie werden begeistert sein. So ein Doktor, Kendall oder Alice oder Liu oder so, die sind sich nicht einig. Will ein paar Krankenakten aus einer Praxis hier in der Nähe. Der Kram ist natürlich digital und die Computer sind nicht an. Also kommt da keiner ran. Bis sich jemand traut, da reinzugehen, die Dinge anzuschalten und sich die Aufzeichnungen zu schnappen. Die Versicherungen werden sicherlich entzückt sein. Meinen Sie nicht auch? Gut, der werte Herr hat gerade gesagt, wir sollen jetzt Labordaten sammeln. Werden wir mal eben schmal machen. Hier warten ja auch noch ein paar Kampagnenmissionen, deswegen umso schneller, umso besser. Ein Teil Ihrer Ausstattung ist überholt. Ja, das ist ja schön. Dann droppt mir doch mal was besser ist. Agentenspur. Okay. Den Bereich sichern. Hier soll das sein. Drüben steht doch einer. Hallo, ich habe da mal eine kurze Frage. Godu, Godu! Wo kommt der denn her? Hey, geht mir langsam auf den Sack hier. Auch für dich habe ich was, Freundchen. Hier, spiel mal damit eine Runde. Alter. Wo läuft der denn hin? Oh, da kommen noch mehr. Ja, dann schieß mal. Ein bisschen Munition habe ich noch für euch. So, wollen wir mal gucken, was der Schönes gedroppt hat. Hier liegt was Blaues. Was liegt hier Schönes? Verbesserte G36. Geil! Das ist eine der neuen Waffen, die sie reingepatcht haben mit 1.3. Ein G36. Die hat auf jeden Fall Wumms. Die hat echt mal Wumms, die Waffe. Mods entfernen? Ja. Outfit. Inferno Glut. Optik, was haben wir da? Alter, nur schlechtes Zeug. Da muss ich auch mal was Besseres finden oder herstellen. Magazin, erweitertes Magazin, also schwere Magazin, Magazingröße. Oh, dann liegen wir schon bei 56.000. Was haben wir hier noch? Kritischer Trefferschaden. Am Schaden jetzt eigentlich nichts mehr geändert. Aber die ist nice, die Waffe. Jetzt ohne Scheiß. So, Labordaten. Da war ja noch was.
Ja, Munition. Liegt hier noch irgendwo Munition rum? Hallo? Ach, da. Ja, da liegt, genau. Granaten. Hey, hast du ein Problem, Mann? Runter, sofort! So. Da schreit doch schon wieder einer. So, ich wollte ja mal das G36 ausprobieren. Nee. Aua. Klar bringt Verstecken was. Alter, die macht gut Schaden, ey. Ich hab fast keine Munition mehr, so ein Scheiß, Alter. Na super. Geht doch. Was mir hier ankotzt, ich habe jetzt für das schöne G36 keine Munition mehr. Herrlich. So, da oben soll das sein. Ach, Zivilist, okay. Noch ein Stockwerk höher. So, hier soll das sein. Den Serverraum suchen, okay. Wollen wir mal gucken, wo der Serverraum ist. Oh, da ist was drin, ne? Da komme ich aber nicht ran. Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin ein freier Mann. Mal hier hinten lang laufen. Gut. So viel dazu. Das wird wohl nicht der Serverraum sein. Nein. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Den Code für den Serverraum finden. Na, Happy Birthday. Hier war der drin. Okay, die Tür zum Serverraum öffnet. Und dann komme ich da auch an die Scheißkiste ran. Genau. So. Kiste. Oh, sogar eine mittlere Kiste. Machst du diese Scheißkiste jetzt auf, Hugo, oder was? Oh, schweres Maschinengewehr. Bluescreen, hey! Das war die schnellste Reaktion, die je aus der Praxis von Dr. Katz kam, das sage ich Ihnen. Allein die Anmeldeformulare. Na, unwichtig. Ich will da nicht drüber reden. Stufe 29 erreicht. Hey! Nur noch eine Stufe vor dem Cap. Nette Fotos. So,
Jo. Beobachte die südliche Verteidigung. Ja, dann beobachte mal weiter. Was haben wir hier unten noch? Nachschublieferung Murray Hill. Ja, wir laufen hier hinten rüber. Störung des Waffenhandels. Aber ich müsste eigentlich mal wieder einen Abstecher. Ich mache erstmal einen Abstecher ins Safe House. Weil ich brauche Munition. So. Safe House angekommen. Ich liebe die Schnellreise. Sie betreten einen sicheren Bereich. Schön für dich. So, da hinten gibt es Munition, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr schön. Gut, Munition habe ich. Da machen wir... Beobachte die südliche. Doch nicht den Waffenhandel, machen wir doch lieber das hier unten. Die Gnadenlieferung. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Jetzt habe ich endlich wieder das G36. Jedenfalls Munition dafür. Ey, die Waffe, die macht einen Schaden. Das ist Wahnsinn. So. Da hinten haben wir die Gnadenlieferung. Da kommen schon wieder so ein paar Idioten angedümpelt. Da hinten, da hocken auch noch welche, das sind aber nicht gerade wenig. Ja, jetzt kriege ich hier Feuer von der Seite, ey. Ich habe hier eine denkbar ungünstige Position erwischt. Wie viele hocken denn da noch, ey? Ich das liebe. So. Ruhe jetzt hier im Puff. Munition noch? Die nehme ich gerne mit. Oh, hier hängst du überall fest, ey. Das ist Wahnsinn. So. Was haben wir hier? Genau. MK46. Militärversion. Okay. Hier springen wir einfach rüber. Was ist denn überhaupt diese MK46? Achso. Ja, okay. Jetzt, wo ich eine Schrotflinte ganz gerne haben möchte, ist natürlich keine da. Ne, Bombe doof. Den habe ich schon mal angezeckt. Ungesicherte Hilfslieferung entdeckt. Aua! Arschloch! Hier Sparrow 6. Erreichen Position in unter einer Minute. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Und cool. Wieso kam fehlgeschlagen? Er fällt erstmal schön über den Zaun. Geh mir. So. Machen wir nochmal hier eine Suchermine raus.
Ja, die Gnadenlieferung habe ich erstmal schön verkackt, ey. Das war eigentlich nicht Plan. Okay, dann machen wir halt jetzt den Nebeneinsatz. Es gibt nur eine Sache, wegen der ich mich hier wegbewegen würde. Und das ist der Hunger. Man muss dahin gehen, wo es Essen gibt. Wahrscheinlich ist das LMB deswegen hinter den Nachschublieferungen her. Vielleicht haben die auch kein gutes Essen. Aber das heißt doch nicht, dass die einfach unseres nehmen können. Vor allem, wenn sie was dagegen unternehmen. So. Okay, hier ist gerade nichts. Nachschub verteidigen, okay. Ist nur die Frage, von wo kommen sie jetzt? Warnung, eintreffende Gegner. Die kommen von da. Wenn ich das richtig sehe. Ich stehe mitten im Feuer drin, ey. Jetzt habe ich eine abgesägte, doppelte, läufige Schrotflinte. Warnung, eintreffende Gegner. So. Von wo kommen die da jetzt? Ich verschanze mich mal hier oben bei den Toiletten. Von da, scheiße. Dann schieß mal. So, die sind auch verteidigt, die Vorräte. Jetzt muss ich die verteidigen. Ist nur die Frage, von wo kommen die jetzt? So, der ist auch weg. Nochmal die Position verteidigen, okay. Das ist eine Horde Ratten. Ich glaube nicht, dass die dazu gehört. Na, kommt schon. Da kommen sie. So, den habe ich auch. Den auch. Den auch. So. Warnung, eintreffende Gegner. Oh, kommen noch mehr. Das ist aber blöd. Von wo kommen die jetzt? Da. Komm schon. So, jetzt aber. Gut gemacht, das muss ich ihn lassen. Die Cops, die hier mal lebten, sollten sich schämen, dass sie die Arbeit für sie machen. Gut, irgendwo lag gerade noch was Lianes, da hinten.
Was haben wir denn da Schönes? M60 klassisch. Okay. Gut. Damit sind wir auch schon wieder am Folgenende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Oder abonniert einfach unseren Kanal. Bis denn. Ciao.